Herzlich willkommen zu 9. Mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Das ist ekelhaft. Das ist verdammt ekelhaft gerade. Ja, wir spielen 9, ein RPG-Horror-Maker-Spiel. Ein deutsches RPG-Horror-Maker-Spiel. Genauso wie Alice. Von dem Macher von Taut. Von Sharon, beziehungsweise von Tazuwa. Tazuwa, wie er sich hier nennt. Wir starten das Spiel. Achtung, dieses Spiel enthält Blut- und Gewaltdarstellungen. Schön. Intro überspringen. Nein. Resident Evil Ton. Ich bin mal gespannt. Hoffentlich hört man alles ganz gut. Ich bekam einen Anruf von meiner Schwester. Sie sagte mir, sie habe das Krankenhaus gefunden, in dem ich geboren wurde. Vor langer Zeit hatten wir dort gespielt, als ich krank war. Dum, dum. Sie sagte, Sabrina, du musst dir das ansehen. Nach all den Jahren geht von diesem Ort etwas so Mystisches aus. Und erinnerst du dich noch an die Ärzte? Ja, natürlich, geile Band. Auch wenn es schreckliche Umstände waren, so war die Zeit damals doch wirklich schön. Ich werde kommenden Samstag noch einmal dorthin fahren. Nur um die Klinik zu besuchen und um zu sehen, wie es den Leuten dort geht. Ich bitte dich, komm doch auch. Als Kind war ich krank. Ich hatte Krebs, schon mit 5 Jahren. Meine Eltern brachten mich in diese Klinik nahe dem Wald. Meine Schwester und ich waren damals wie gebannt von diesem Ort. Es ging etwas Mystisches von ihm aus. Und noch etwas anderes, etwas Bedrohliches. Und doch waren wir gerne dort. Nun, nach all den Jahren, höre ich nun, dass die alte Klinik noch steht. Ohne nachzudenken, bin ich losgefahren. Ich weiß nicht genau, was ich mir davon erhoffe, doch ich habe es einfach getan. Es wird bald dunkel. Vielleicht sollte ich mich beeilen. Oh mein Gott, das klingt das... Boah, das wird geil. 9. Okay. Mein Telefon. Ich habe eine SMS bekommen. Moment, das schicke ich gerade mal aus. Nee, Onkom ist gerade schlecht. Die Klinik ist ein Stück westlich von hier. Hoffentlich dauert das nicht zu lange. Sonst muss ich im Dunkeln heimfahren. Seltsam, ich habe Beth Auto gar nicht gesehen. Ob ich zu früh bin? Hilfe, weitere Informationen zu 9 findest du in der Readme-Datei des 9-Ordners. Ja, da dachte ich mir. Das Spiel ist übrigens blind. Können wir was am Auto machen? Ich brauche gerade nichts aus meinem Auto. Aber du hast da was drin oder so? Vielleicht von der Seite? Nein, okay. Sie geht auch ziemlich langsam. Wie in Taut auch. Ich habe mir die Readme-Datei mal durchgelesen. Also das Spiel hat einen großen Wiederspielwert, weil alles, was in diesem Spiel passiert, zufallsbasiert ist. Also Horror-Effekte und Gegner sind zufallsbasiert. Das heißt, beim ersten Durchspielen kann gar nichts passieren. Beim zweiten Durchspielen bekommst du einen Jumpscare nach dem anderen. Das kann durchaus passieren. Gegner gibt es überwiegend nicht in dem Spiel, weil Sabrina keine Kämpfernatur ist. Dann gehen wir da oben lang. Nein, wir gehen wieder zurück. Und, ja, Gegnern, wenn Gegner vorkommen, müssen wir sie irgendwie besiegen oder gekonnt ausweichen. So, da oben ist nix. Also gut. Die Story kennen wir jetzt, warum Sabrina hier ist, an diesem Krankenhaus. Haben wir was in der Mülltonne? Nur Abfall. Okay. Das ist es? Die Klinik scheint doch schon seit langem verlassen zu sein. Ein Loch klafft in der Decke. Beth, bist du hier? Merkwürdig.
Vielleicht bin ich ja zu früh und sie kommt noch nach. Ich kann mich ja schon mal ein wenig umsehen. Zu dumm, dass ich kein Handy dabei habe. Natürlich. Warum auch? Alte staubige Kisten. Ich hab bös Schiss. Möchtest du das Spiel beenden? Nein, ich habe eigentlich gedacht, wir hätten ein Menü, ein Inventar. Aber okay. Da liegt ein Zettel, lesen? Ja. Eine Schande, es ist furchtbar. Da die Brücke der Hauptstraße vor kurzem eingestürzt ist, droht das... Was? Ach, das Ministerium. Droht das Ministerium nun, unsere Klinik zu schließen? Eine Katastrophe. Haben wir nicht oft genug gezeigt, wie wichtig unsere Arbeit hier ist? All die Jahre der Anerkennung. Und jetzt das? Nein, es darf nicht so enden. Es kann nicht so enden. Tim Burton. Tim Burton ist ein cooler Regisseur. Da hat man sich wohl ein bisschen orientiert. Tim Burton ist der Macher von Dark Shadows mit Johnny Depp, Nightmare Before Christmas und etlich anderen Filmen. Zum Beispiel Sweeney Todd, der teuflische Barbier aus der Fleet Street oder Edward mit den Scherenhänden hat er auch gemacht. Verschlossen. Hat er nicht auch bei Charlie und die Schokoladenfabrik mitgewirkt? Auf jeden Fall ist er sehr, sehr viel. Er macht sehr, sehr viel mit Johnny Depp. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. Das ist wunderbar. Also, ich muss jetzt erstmal kurz checken, von wem die SMS da jetzt genau ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, SMS gecheckt. Die Geräusche gefallen mir gar nicht. Also nach oben. Bitte keine Rollstühle. Bitte lass doch einfach die Rollstühle mal weg. Ich gehe dann mal wieder nach Hause. Was ist denn da unten? Was zur Hölle? Ach, ist es da, wo die Brücke eingestürzt ist? Ja, warum mal eine Brücke? Doch, sie ist eingestürzt. Ja, okay. Also ist hier anscheinend sehr, sehr viel passiert, seit Sabrina mit Beth nicht mehr hier waren. Okay, Rollstühle also. Wo kann ich speichern? Ich hätte mir die Readme-Datei besser durchlesen sollen, oder? Da klopft was. Oh nee. Klingt, als würde jemand gegen eine Tür klopfen, aber es kommt von unten. Ob das aus dem Keller kommt? Was, wenn dort jemand eingesperrt ist? Verschlossen. Ist auch gut so. Hä? Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, hab ich gerade Schiss. Solche Spiele sind eben am krassesten. Verschiedene chemische Mittel. Nicht zwei Sprachen könnte. Da bestimmt dann auch. Medipack erhalten. Wow, nice. Alter, damit erzähle ich UTC den. Sind hier nicht mehr Medipacks? Mit Medipacks fühle ich mich sicher. Kann ich jetzt irgendwie ein Menü benutzen, jetzt wo ich ein Medipack habe? Nein, wo kann ich das Menü benutzen? Ich habe Angst, dass mich gleich irgendwas anfällt. Ich hasse sowas. Oh Gott. Da ist ein Schlüssel, ich weiß. Diese Kisten lassen sich nicht öffnen. Das ist auch gut so. Ich glaube, ich kann jetzt gerade nur eine Folge aufnehmen. Ich bin so fertig gerade. Ein medizinisches Logbuch. Ein medizinisches Logbuch. Ja, okay, warum sagst du das zweimal? Die alte Spüle ist total verdreckt. Sieh mal einer an, alter Schlüssel. Kellerschlüssel erhalten. Yay! Oh Gott. Diese Geräusche. Ich hoffe, ihr hört die. Weil die sind ekelhaft. Hat das da vorhin auch schon gelegen? Meine Nase juckt.
verstehe den... Ach so! Ich verstehe den Blickwinkel jetzt doch. Ob Beth mich findet oder nicht, tut gerade nichts zur Sache. Vielleicht ist wirklich dort unten jemand und braucht meine Hilfe. Tief durchatmen, Sabrina. Du willst da nicht rein? Ich habe gesagt, du willst da nicht rein. Weil ich da nicht rein will. Scheiß Rollstühle, was ist denn hier noch? Oh, wo kann ich speichern? Die Kommode ist leer. Die Tür klemmt. Ein Fernseher. Auf dem Tisch liegen nur alte Zeitungsartikel. In der Readme-Datei steht tatsächlich, dass hier nicht viele Gegner vorkommen. Und dass das alles zufallsbasiert ist. Ich hab so Schiss. Uralte Zeitungsartikel, also. Zu dem Bett sagst du nix. Also soll ich hier wieder raus? Ich habe mich da irgendwie sicher gefühlt. Also zu dem Rollstuhl mag ich eigentlich nicht so. Oh, ein Medipack. Medipack erhalten. Ist es so ein Menü, das man von 1 bis 9 öffnen kann? Nein. Das Bett ist völlig verstaubt, aber es sieht noch gut aus. Ein alter Fernseher. Sieht nicht so wie ein alter Fernseher aus. Der Schrank fällt schon völlig auseinander. Ich bin total hysterisch gerade. Mein Herz rast. Es ist ekelhaft. Vor allem, sie bewegt sich so schnell. Verschlossen. Ein Klo. Ach du Scheiße. 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 Oh Gott, ich muss heulen. Nein. Wo kann ich denn bitte speichern? Ich check mal kurz die Readme-Datei aus. Bis gleich. Das Spiel hasst mich. Wir können an irgendwelchen Plakaten speichern. Eine Art Fahndungsplakat. Nur Müll. Wir können an irgendwelchen Plakaten speichern, oh mein Gott, die überall zu entdecken sind angeblich. Mit Shift können wir unsere Medipacks benutzen. Welche Plakate sind das? Ich weiß, das ging mal... Ich habe die neue Version von dem Scheißspiel. In der alten Version konnte man, glaube ich, so speichern. Danke, ihr lieben Horrorspielemacher. Diese Lampe funktioniert noch. Sehr merkwürdig. Sei froh. Oh mein Gott. Nee. Oh Gott, ein Speicherplakat. Oh Gott. Oh Gott, was ist das Grün daneben? Ist das meine Lebensanzeige? Oh mein Gott. Was zur Hölle? Silent Hill. Silent Hill. Silent Hill. Die Scheiße kommt immer wieder. Oh, Silent Hill verfolgt mich, ey. Ich liebe Silent Hill, aber ohne Scheiß, es verfolgt mich. Oh, ich hab grad so eine Gänsehaut, ey. Du gehst davon nicht abgeschlossen? Was geht hier vor? Bitte nicht. Ach du Scheiße. Ein rostiger Schlüssel, ja, nimm den mit. Halt. Das scheint eine Art Brief zu sein. Lesen, ja, das beruhigt mich. Miss Glenn verhält sich sehr merkwürdig. Seit Wochen kommt sie ihren Mann immer seltener besuchen. Und wenn ich das Zimmer betrete, sieht es auch nie so aus, als würde sie sich gern um ihn kümmern. Diese Frau macht mir Angst. Sie hat so ein fanatisches Schimmern in ihren Augen. Das beruhigt mich ungemein. Der alte Schrank fällt schon fast auseinander. Ich will wieder speichern.
Oh Gott! Scheiße. Alter. Scheiße. Kacke, 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 kacke. Speicherplakat, wo bist du? Ich brauch dich. Alter, wer hat sich die Scheiße? Der Fernseher empfängt kein Programm. Wen überrascht das? Mich. Dort ist nichts, was ich brauchen könnte. Ach du Scheiße. Der alte Spind klemmt. Also Spritzen, Impfstoff und so weiter. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Na toll. Der Silent Hill Klassiker, ne? Eine Videokassette mitnehmen? Ja. Lass mich raten. Hier gibt es kein Durchkommen. Es ist Stacheldraht. Ein Feuerlöscher. Schön. Ich brauche ein Speicherplakat. Aber nein, ich kann ja nicht zurück. Lass mich raten, die Videokassette kann ich auf dem... Ich könnte überprüfen, was auf dem Videotape ist. Ich sage es Ihnen noch einmal, Pam. Wir haben Besseres zu tun, als uns um Romina Clem zu kümmern. Sie hat ein gutes Recht, ihren Mann zu pflegen. Das bezweifle ich auch nicht, Doktor, aber ich habe ein ganz mieses Gefühl. Diese Frau macht mir wirklich Angst. Hören Sie, wir Ärzte dürfen uns nicht in Privatangelegenheiten einmischen. Das geht uns alles überhaupt nichts an. Haben Sie verstanden? Die Musik, die beruhigt mich ungemein. Ja, Doktor. Gut, sehen wir zu, dass wir unsere Arbeit machen. Und überlassen wir Mr. Glenn und seine Frau anderen Mächten. Darf ich jetzt speichern? Was zur Hölle war das? Es wird immer verrückter. Ich muss hier raus. Wer zur Hölle besucht aus des Krankenhauses, in dem er früher war? Ich gehe da mal wieder. Ich gehe. Bitte sei offen. Nein. Schön. So wie ich das nächste Plakat finde zum Speichern, mache ich aus. Ein Art Brief zu senden, haben wir schon gelesen. Wenn jetzt wieder der Schatten kommt und mich so erschreckt, dann haben wir ein Problem. Geht's hier weiter? Nein. Irgendwas scheint aufgegangen zu sein. War die Tür hier verschlossen? Nee, hier war das Videoband. Oh, natürlich. Tschüss. Was haben wir denn daneben? Abgeschlossen, zu 1000%. Ein leerer Raum? Seltsam. Ich habe mit etwas anderem gerechnet. Zum Beispiel? Mit was, was da unten aus dem Gitter springt, oder was? Ein leerer Raum, da kann man wenigstens so ein Speicherplakat machen, komm schon. Ja, für den Arsch, ne? Nun sieht alles wieder vollkommen normal aus. Es geht hier nur vor. Ich habe es mir anders überlegt. Die Klinik kann mir gestohlen bleiben. Ich will nur noch hier weg. Danke, dass du dich dafür entscheidest. Bist du ein Speicherplakat? Nein, du bist kein Speicherplakat. So mögen wir nun wieder gehen. Feucht fröhlich. Da, Speicherplakat. Wir beenden das hier. Ich habe keine Lust mehr. Bis zum nächsten Mal dann bei, ja, 9. Warum das Spiel auch immer so heißt. Shift drücken zum Beenden. Willst du das Spiel beenden? Ja. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tüdelü.